Hi Leute, hier ist Heikarp Christian. Heute möchte ich über ein Thema sprechen, über das ich auf meinem Kanal noch nie wirklich gesprochen habe, aber ich habe ja in den letzten Videos schon mal anklingen lassen, dass ich auch über andere Themen reden möchte, die für mich von großer Bedeutung sind und bei denen ich etwas mehr dazu beitragen möchte, dass sie irgendwie gesellschaftlich akzeptierter werden. Und eines dieser Themen ist mein Coming Out. Es kann sein, dass ich in diesem Video mich ein paar Mal verhaspel oder so, weil das relativ freigesprochen ist oder ich nicht alle Daten richtig hinbekomme. Das glaube ich, wird auch passieren. Aber die Frage, die ich immer so im Internet lese, ist, warum man eigentlich outcomen muss, warum man eigentlich aus dem Kleiderschrank kommen muss. Und die Sache ist, dass es natürlich nicht so sein sollte. Eigentlich sollte das vollkommen normal sein, dass das so akzeptiert wird, dass man halt, wenn man ein Mann ist, Männer liebt und wenn man eine Frau ist, Frauen liebt. Und die Sache ist aber, dass wir in einer ziemlich heteronormativen Gesellschaft leben. Es wird als gesellschaftlich normal angesehen, dass wenn man männlich ist, dass man Frauen mag, wenn man weiblich ist, dass man Männer mag. Also mögen im Sinne von lieben. Ich kann auch Frauen mögen, ohne sie zu lieben. Und alleine deshalb kostet das dann schon in vielen Situationen Überwindung, das dann öffentlich preiszugeben, besonders wenn man in bestimmten Haushalten aufwächst, in denen das nicht so akzeptiert ist wie in anderen, in streng religiösen Haushalten, aber selbst in nicht religiösen Haushalten kann das durchaus zum Problem werden. Das kann am Arbeitsplatz immer noch zum Problem werden. Und ja, deshalb ist es nach wie vor so, dass man outcomen muss und dass das Überwindung kostet. Ich muss sagen, dass ich persönlich vor meinem Coming Out riesige Angst hatte. Die Sache ist, dass ich im Nachhinein dann herausgefunden habe, dass es eigentlich gar kein Problem war. Mir fiel es dann, es wurde sehr positiv aufgenommen. Und ich weiß nicht mehr genau, warum ich so viel Angst hatte. Ich glaube, das war bei mir hauptsächlich zwei Faktoren. Der erste war, dass man nie wirklich berechnen kann, wie Leute auf sowas reagieren. Auch der liberalste Mensch kann auf so eine Ankündigung quasi ziemlich scheiße reagieren. Und das ist etwas, was man nicht planen kann. Und ich allgemein bin jemand, der immer plant, der immer berechnen möchte und sowas. Das liegt einfach irgendwie in meiner Natur. Deshalb liegt mir auch die wissenschaftliche Methode irgendwie so gut, vermute ich. Und der andere große Aspekt war, dass man sich vor diesem, zumindest bei mir war es so, dass man sich ja davor irgendwie im Internet schlau macht, wie kann man das jetzt am besten vermitteln oder so. Es klingt ganz absurd, aber das ist halt, man möchte dann, dass es möglichst gut aufgenommen wird und dann googelt man halt sowas. In den meisten Fällen jedenfalls. Und dann war es so, dass man ungefähr vor 5 Jahren oder so, als ich das halt gesagt habe, dass es so viele Horrorgeschichten im Internet darüber gab, so, ich habe es gesagt und meine Eltern haben nicht mit mir geredet oder haben mich nur noch angeschwiegen oder haben gesagt, dass es nur eine Phase sei und dass das ja schon vorbeigeht. Und je mehr man davon liest und je mehr man das deshalb rauszögert, desto schlimmer wird es eigentlich. Zumindest wurde es für mich dann irgendwann ziemlich schlimm, sodass ich mich gefühlt habe, als ob ich auf einer Klippe stehe und ich gucke nach unten und so hunderte Meter unten sieht man ein kleines Schild, auf dem steht, vielleicht schaffst du es, wenn du springst. Ungefähr so habe ich mich gefühlt, was eigentlich ja im Endeffekt völlig unberechtigt war. Bei mir war es dann so, dass ich mich irgendwann nach wirklich Monaten, muss ich sagen, habe ich mich dann dazu aufgerafft, es zuerst meiner Mutter zu erzählen. Und wir gehen immer relativ oft spazieren und so. Also damals haben wir das, als ich halt noch bei ihr gewohnt habe, haben wir das halt noch viel öfter gemacht, als wir es jetzt machen. Und dann reden wir halt auch über, naja, gesellschaftliche Themen, über auch tiefere Themen, aber auch schwierigere Themen. Und dann habe ich irgendwann, war es immer so eine hin und her und hin und her und hin und her im Kopf, bis ich dann immer gesagt habe, du, ich muss dir etwas sagen. Ich bin schwul. Und meine Mutter meinte dann, oh, bist du dir sicher? Ungefähr sowas. Und ich meinte dann so, ja, ich bin mir ziemlich sicher. Und dann, und das werde ich nie vergessen, und sie hat mich dann in den Arm genommen und gesagt, egal was ist, ich liebe dich so, wie du bist und so. Und das war einfach die perfekte Reaktion. Das war das Beste, was man mir in dem Moment hätte sagen können. Also von daher bin ich meiner Mutter da war unfassbar dankbar für. Und dann fiel auch schon mal so der erste Druck ab. Und dann haben wir halt noch ein bisschen darüber geredet, so seit wann weiß ich das oder so. Und ich muss sagen, bei mir war das irgendwie schon immer so. Also,
Es war halt lange Zeit so, dass ich nicht wusste, dass es dafür irgendwie ein spezielles Wort gibt oder so, weil das ja so bis zum Einsetzen der Pubertät für mich einfach nicht wirklich eine große Relevanz hatte. Aber ja, es war halt immer so. Es und nein, wenn jetzt irgendjemand mit irgend so einem Argument kommt, es gab kein traumatisches Ereignis in meiner Kindheit, weshalb ich dann schwul wurde. Manche Leute kommen halt so auf die Welt und so ist das dann halt. Und ja, dann habe ich das halt meiner Mutter erzählt. Und dann dachte ich so, okay, die größte Hürde ist genommen. Und dann habe ich mir überlegt, okay, wie sage ich das jetzt den anderen? Und ich weiß nicht genau, warum ich das Gefühl hatte, dass ich das den anderen sagen musste. Aber ich dachte einfach, dass es irgendwie richtig wäre, wenn die anderen das wissen würden. So alleine um diese blöden Nachfragen, so hast du schon eine Freundin oder sowas, ja, zu vermeiden oder so oder im Vornherein auszuschließen und eben auch um zu zeigen, dass weiß nicht, ich weiß nicht genau warum, aber irgendwie hat es sich einfach richtig für mich angefühlt. Da habe ich mir überlegt, wie mache ich das jetzt? Und da dachte ich mir, okay, entweder du erzählst es der größten Tratschtante oder du postest es auf Facebook. Und ich habe mich dann dazu entschieden, das einfach auf Facebook zu posten. Ich habe den Post jetzt gerade nicht mehr zurückgefunden, weil ich dann auch Jahre zurückscrollen müsste, wo ich jetzt keinen Bock drauf hatte auch. Und ich habe aber sowas geschrieben wie, ja, für alle, die es noch nicht wissen, ich bin schwul. Das war's. Das war mein Coming Out zur Öffentlichkeit quasi. Und meine Facebook-Freundesliste, die damals eigentlich fast nur aus Leuten aus meiner Stufe bestand, hat darauf sehr, sehr positiv reagiert, weil die Leute, von denen ich wusste, dass sie darauf nicht positiv reagieren würden, die hatte ich von vornherein gar nicht auf Facebook, weil ich mit denen nichts zu tun hatte. Und dann, ja, habe ich mich auch in meiner Stufe sehr, sehr gut aufgehoben gefühlt. Zumindest bei den Leuten, die nicht ein paar Schrauben im Kopf locker hatten. Von den Leuten hat man ja auch immer ein paar. Und im Endeffekt war es für mich dann eine sehr starke Erleichterung, das im Endeffekt gesagt zu haben. Und ich habe mich dann schon gefragt, warum ich das jetzt so lange rausgezögert habe. Also hätte ich nicht machen müssen, aber ich weiß nicht, ob es im Endeffekt irgendwie schlimm war, es so lange rausgezögert zu haben. Auf jeden Fall lief es also bei mir alles unproblematisch und ich wollte das einfach mal so ins Internet preisgeben, um zu zeigen, dass es nicht nur diese Horrorgeschichten gibt, sondern dass es auch ganz normal laufen kann. Und dass manchmal die Ängste, die man vor bestimmten Taten hat, die Ängste, die man vor bestimmten Sachen hat, schlimmer sind als die Folgen. Danke fürs Zuschauen. Wenn ihr weitere Videos von mir sehen wollt, könnt ihr mich hier gerne abonnieren oder hier weitere Videos von mir sehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.